Wir sind in Halle 1 bei der Firma SC Johnson Professional und Christopher Wicher ist da und Sie sind auch sehr froh, dass die A&A in diesem Jahr auch richtig haptisch stattfindet, richtig? Tatsächlich ist es so, dass wir sehr zufrieden sind. Wir sind glücklich über die Entscheidung, selber teilnehmen zu können und freuen uns, unseren Kunden unsere Themen dann dementsprechend präsentieren zu können. Wir sehen schon im Hintergrund die Säulen Ihrer Firma. Es gibt 4 Stück insgesamt davon. Was hat es denn damit auf sich? Gut, bei uns geht es tatsächlich darum, dass wir den Kunden in den Mittelpunkt stellen mit dem Slogan Your World Means the World to Us. Was die rote Säule darstellt, geht es darum, wirklich dem Kunden zu zeigen, dass wir uns in deren Situation versetzen wollen, helfen wollen bei Lösungsansätzen, Probleme zu bereinigen. Und das ist tatsächlich unser Ansatz. Mit den 3 farbigen Säulen dahinter geht es um den Punkt Nachhaltigkeit, den wir nicht nur als Marketing-Slogan auf unsere Agenda setzen, sondern wo wir wirklich nachleben. Und weitere Punkte sind die Transparenz als auch die Qualität, die wir weiter in den Vordergrund stellen, um auch hier in der Zukunft innovative Produkte anbieten zu können. Thema Nachhaltigkeit und Zukunft sind natürlich allgemein hier auf der A&A große Themen. Wo können Sie denn da am besten anknüpfen? Also es gab natürlich hier oben auch die Schaumtechnologie, mit der Sie arbeiten, die ja sehr nachhaltig ist, weil man nicht mehr so viel Wasser braucht. Die Schaumtechnologie ist eine unserer Innovationen. Schaumseifen bieten die Möglichkeit, dass wir durch weniger Verbrauch weniger Produkt dementsprechend dem Markt zur Verfügung stellen müssen. Weniger Produkt bedeutet weniger Verpackung, weniger Transport, weniger Lagerhaltung und dementsprechend natürlich weniger Müllaufkommen. Weniger Wasserverbrauch, all diese Themen werden dadurch forciert und vorangetrieben und somit die Nachhaltigkeit dann auch ganz klar unterstrichen. Hautschutz ist das A&O-Thema hier. Wir können ja ganz kurz vielleicht auf diese 4 Produkte eingehen, die wir hier vorne stehen haben. Kennt mittlerweile wahrscheinlich jeder aus der Pandemie, aber der klassische Spender natürlich. Richtig, ja. Wir haben hier eine sogenannte Thekensäule. Wir haben festgestellt, auch in der Pandemie übrigens ein Produkt, was genau dorthin entwickelt wurde, wo wir den Zugang schaffen müssen zu Desinfektionsmitteln an mobilen Orten, sei es der Tresen, sei es die Theke, sei es die Rezeption. Überall dort haben wir die Möglichkeit, schnell mal einen Spender zu platzieren, ohne viel Platzbedarf. Wir haben hier unseren berührungslosen Spender drauf. Batteriebetrieben und dementsprechend sehr flexibel einsetzbar. Wir haben die gleiche Desinfektion hier auch nochmal für einfach als Pumpeinheit, die wir auch auf mobilen Schreibtisch setzen können. Das Produkt ist verfügbar in Flaschen, in Spendern, in jeder möglichen Applizierungsform. Und was natürlich mit neu im Portfolio ist, unser Mr. Muscle Oberflächenreiniger, der dann dementsprechend tatsächlich auch desinfizierend wirkt und mit 99,9% auch die meisten Bakterien, Keime und Viren abtötet. Übrigens auch gegen den Coronavirus getestet. Und als letzten Produkt, das ist unser klassisches Produkt, wenn wir über den Bereich Hautschutz sprechen. Und hier tatsächlich freue ich mich, dass wir unser neues Design dem Markt präsentieren können. Sehr klar, sehr gut aufgeräumt mit den klassischen Farben, so wie es der deutsche Markt aus dem Hautschutz kennt. Und da sind wir sehr stolz drauf. Ich finde ein sehr gut gelungenes Design und sehr gut angenommen auch schon im Markt. Vielen Dank, Herr Wicher, für das Interview. Vielen Dank an Sie. Danke.